Das dahin und das dahin. Ganz einfach. Jetzt hat er seinen Schwanz, also sein... Ne, erhoben. Jetzt klettern wir hier hoch und... Das sitzt oben. Hier hat sich erstmal nicht viel verändert. Kann man ja noch irgendwo weiter hoch? Nee, ne? Nee. Link, stell dich mal hier hin. Okay, hier runter möchte ich erstmal. Das war wahnsinnig unnötig. So. Wo hängt jetzt eigentlich die Truhe? Da. Die hängt noch so, dass die definitiv runterfallen wird. Wie komme ich jetzt erstmal wieder da hoch? Ich habe eine Idee. Wir nutzen einfach das hier. Ach, guck mal, wenn sich das doch dreht, dann können wir doch hier auch in die Ausgänge rein. Mensch, das ist wie ein moderner Fahrstuhl hier. Es gibt doch solche Fahrstühle, die so im Kreis gehen. Wie heißen die denn? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die existieren. So, können wir hier noch rein? Vielleicht. Sieht gut aus. Okay. Nein, mein Pfeil. Nein. Warte mal, wir gehen erst mal vor und schauen, was wir machen müssen allgemein. La 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 la. Ich will nur hier hinter gucken, ob eine Truhe ist. Ich glaube aber nein. Ist das eine kluge Idee, was wir hier tun? Ich glaube nicht. Gut, rennen wir zurück. Aber hier gibt es verdammt viele Truhen. Und es ist ziemlich schwer irgendwie die für sich zu behalten. So, wenn wir das drehen, dreht sich das. Könntest du dich mal nicht so feste drehen? Liegt hier vielleicht noch unser Pfeil? Nein. Doch. Da hat sich's. Gut, wir warten. Und wie ist bei euch der Tag? So schön, oder? Freut mich auch. So. Und wir warten, warten, warten im Sauseschritt. Und dann hat sich das Warten natürlich gelohnt.
Ja, ich könnte auch mal versuchen, erstmal normal die anderen Truhen zu bekommen. Das ist ja vielleicht erstmal eine einfachere Lösung, weil ich habe jetzt keine Ahnung, wie ich mit dem Rätsel da weiter verfahre. Und ich halte das, was ich jetzt vorhabe, auch gar nicht für so eine dumme Herangehensweise, dass wir die zwei Truhen in der Mitte holen. Das ist natürlich wieder eine Meisterleistung. Oh, Link, sag bitte nicht, du schaffst es jetzt nicht. Hier hoch. Dankeschön. So, dann drehen wir die ganze Chose in der Mitte nochmal. Das hat sich aufgehört zu drehen. Königsbogen. Ja, kann man sogar nehmen. Und dann drehen wir das nochmal. Komm, 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 komm. Nein! Okay, weg. Wir nutzen das hier. Nein, 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 ich verliere, ich habe hier überhaupt keine, ich habe hier null Orientierung drin in dem Vieh. Das ist Wahnsinn. Okay. Warten wir ab. Und wir warten, wir warten, wir warten. Wir warten und wir warten. Wir machen das, was wir am besten können. Wir warten. Wir warten und warten. So, das dreht sich so, dass wir da drauf stehen können. Jetzt dreh dich. Jetzt lassen wir die Mitte noch einmal drehen. Darüber. Ich will jetzt erstmal diese Truhe da haben. Die guckt mich jetzt zu lange an und da denke ich mir jetzt auch viel zu oft. Ja, eigentlich will ich die haben. So, wir müssen jetzt erstmal da drauf. So. Dann drehen wir jetzt noch einmal weiter. Wobei das nicht das Wahre ist. Habt ihr das schaffen? Ich habe nicht nach rechts gedrückt. Ich habe nicht nach rechts gedrückt. Wir drehen jetzt alles immer jetzt jeweils einmal und versuchen, dass wir da auf dieses Mittelstück kommen und versuchen uns jetzt immer damit mitzudrehen. So, jetzt dreht sich das jetzt wieder in der Mitte. Nehmen wir jetzt das hier. Wir müssen jetzt versuchen, auf dieses Stück da zu kommen. Mann, das sah doch so gut aus. Haben wir jetzt eigentlich... Ich bin so ein Dullibert einfach nur. So ein dummes Stück teilweise. Das ist echt unfassbar. Okay, so dumm bin ich gar nicht. Ich habe nichts gesagt. Okay. Drehen wir das hier.
Okay. Wozu ist dieser Raum gut, wenn das die ganze Zeit geschlossen bleibt? Was? Versuch mal darüber rüber zu kommen und versuch die Truhe so zu bekommen. Was ist das eigentlich? Das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, ne? Warte mal. Das ist geschlossen, das ist auf. Wir versuchen mal, da hinten reinzukommen. Und dort in den kleinen Raum reinzukommen. Klappt das? Ja, weniger. Okay, gut. Wir drehen das nochmal. Endlich, endlich, endlich. Ich weiß nicht, ob es so gedacht war, wahrscheinlich nicht. Aber ich will jetzt irgendwie da rauskommen. Und hinten in den Eingang rein. Und wissen, was da noch in diesem kleinen Häuschen drin ist. Bitte komm mal nicht raus. Okay, dann drehen wir das noch einmal. Lalalalalala. So, bleiben hier drinne und drehen das jetzt zweimal. Ah, ah, mein Gesicht! Ah, pff, pff, ah, mein Gesicht! Okay, gut, lass mal das sein. Okay, ist noch schmaler drinne. Oh, da haben wir das erste dann schon mal. Das war jetzt aber auch nicht so schwer. Ich glaube, die anderen werden wesentlich komplizierter. Der Schickerstein erkannt. Ja, hier, Kontrollsiegel. Auf dich ist Verlass. Ja. So. Gut, dann noch einmal natürlich. Ja, auch zweimal, ne? Da hängt noch die Truhe wieder. Ach, logisch, der hat auch keinen Strom gerade. So, tschüss. Das ist alles gar nicht so einfach. Okay, nochmal drehen. Okay. Gehen wir nochmal in die Mitte hier. Dahinter ist auf jeden Fall eine Truhe, wie wir dahinter. Warte.
Warte mal. So. Ja, doch, bleiben wir einfach hier stehen. Lassen das jetzt einfach rumfahren. Jo. Ah, da sind wir jetzt wieder hier. Der ganze Rumpf geht dann quasi nach oben. Und ich konnte doch irgendwo runterschauen. Genau. Jo. Ein antikes Zahnrad. So, dann trete ich wieder zweimal nach oben. Das ist so Brainfuck hier einfach nur. Gott. Da muss ich jetzt ziemlich konzentrieren. Da war die Truhe auch schon mal. So, dieser Weg. Der ja da drum. Genau, hier ist irgendwas. Oder ist das nur der Weg daraus, wie man da hinkommt? Ah, das ist der Weg. No! Gut, dann kann man das ja schon mal wieder zweimal drehen. Uff, und hier besser nicht runterfallen. Das wird noch. Die Truhe bekommen wir noch. Ich habe noch keine Ahnung wie, aber die bekommen wir noch. Da bin ich mir ziemlich sicher. Drehen wir uns wieder zweimal. Und sind gleich oben. Wir schauen nochmal. Wie es so aussieht. So, das ganze Ding wird ja dann noch bewegt. Das heißt, wir bleiben mal hier stehen und bewegen das nach oben. Dann müssten wir nach oben fahren. So langsam kriege ich das selbst in meinen Kopf rein hier. So. Na, guck mal, da ist ja so ein Scheißteil. Elektrizität. Bomben? Warum öffnet das Vieh nicht seine Augen?